Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, es ist wieder Freitag, da sind wir wieder. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, erstmal vorab. Ich heiße Sedna, bin 37 Jahre alt und lebe in Erfurt mit Mann und Kind. Ja. Genau. Ich habe so viele liebe Kommentare zum letzten Video bekommen. Vielen Dank dafür. Sind auch ein paar neue dabei. Jemand hat mir geschrieben, dass ihr jetzt noch alle alten Folgen auch noch anguckt. Ja, also viel Spaß dabei. hier kommt auch noch was Neues dazu. Genau, also vielen, vielen lieben Dank dafür. Hat mich sehr gefreut, aber auch natürlich an die, die schon länger zuschauen. Wollen wir doch gleich mal loslegen. Ja. Das hier ist eine Dauerwerbesendung und ich zeige euch Wollen, Designer und so weiter. Das könnt ihr euch irgendwie zum Kauf verleitet fühlen. Also deswegen hier nochmal die Warnung. Das hier ist eine Dauerwerbesendung. So, dann legen wir mal los. Und zwar, ich glaube, mit dem quasi größten Elefanten im Raum. Ihr seht's. Ja, es ist fertig. Mein Maple Tea. Das ist eine Kaufanleitung von, ich kann es mir immer nicht merken, irgendwas mit Knit and Purl und irgendwie sowas. Ich habe es euch unten verlinkt. Ist auf Ravelry, genau, eine Kaufanleitung. Ist auf Englisch, oder ich habe es zumindest auf Englisch gestrickt. Ich weiß nicht, ob es auch auf Deutsch ist. Aber es ist wunderschön. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr happy. Ich stehe mal ganz kurz auf, dass ihr es ganz sehen könnt. Dann erzähle ich mal ein bisschen mehr dazu. So sieht das Ganze jetzt quasi im Ganzen aus. Ich finde, nicht zu kurz und nicht zu lang geworden. Hat eine schöne Länge. Ich habe hier extra ein breiteres Bündchen gemacht, ein 2 rechts, 2 links Bündchen und finde das ganz süß. Also im Original ist das hier nochmal tailliert. Theoretisch hätte ich es auch machen können. Ne? Ich hätte auch quasi nochmal, ihr könnt sehen, also einiges quasi auch noch machen können. Hätte auch süß ausgesehen, aber so ist es einfach ein bisschen lockerer und dann kann man vielleicht mal das eine oder andere mehr futtern. Also von dem her, ich fühle mich eigentlich wohl, bin sehr, sehr zufrieden damit. Und aber fangen wir mal an. Das Schönste, glaube ich, ist ja hier einfach dieser Ausschnitt. Ich habe jetzt einen etwas transparenten oder so hautfarbenen quasi BH drunter, weil man das hier so durchsehen würde. Ich komme hier nochmal ganz nah dran. Dann könnt ihr auch sehen hier das Bündchen. Das ist so ein Fischgrätenmuster hier. Genau, und dann hat man quasi diese langgezogenen Maschen und dann ist es einfach nur ein Raglan hier runter, genau. Wie gesagt, unten habe ich ein rechts, zwei links Bündchen gemacht, einfach weil ich wollte, dass ich auch ein bisschen zusammenzieht und so weiter. Und hier an den Ärmeln, kannst du sehen, so, da habe ich nochmal dieses Fischgrätenmuster gemacht. Und was ich gemacht habe, ist in der allerletzten Reihe beim Abketten bin ich nochmal eine halbe Nadelstärke nach unten gegangen und habe nicht wie sonst, also ich kette sonst normalerweise sehr elastisch ab und das habe ich hier mit Absicht eben nicht gemacht. Dadurch verhindere ich, dass es sich so ein bisschen rollt. Also hier könnt ihr es schon sehen bei der Anschlagkante. Manchmal rollt sich das so ein bisschen hier rein. Ich meine, hier ist es nicht schlimm und gut, jetzt ist es sowieso gewaschen. Aber das, um quasi hier das Einrollen zu vermeiden, habe ich quasi hier einfach ein bisschen enger abgekettet. Und na, ihr könnt schon sehen, das steht zwar so leicht ab noch, aber eigentlich ist es, also ich bin zufrieden, ich fühle mich wohl und ja, so, mein Stuhl. Ich fühle mich wohl und es trägt sich einfach so unfassbar angenehm. Ich meine, gut, es ist auch nicht viel Stoff, wenn man so will. Verwendet habe ich von Rico Design die Kreativ Melange Lace. Hier könnt ihr es sehen. Und wie der Name schon sagt, Lace. Ne? Das Ganze ist mit 2,5 Nadeln gestrickt. Und ich habe hier
Nicht mal 4 Knäuel, also ich würde mal sagen, so 3,5 sind insgesamt in dem T-Shirt drin. Und 1 Knäuel sind 50 Gramm, also ja, wirklich ein Leichtgewicht. Ja. Aber super, fühlt sich echt gut an, ist 95% Baumwolle, 5% Polyester. Und ja, von der Färbung her, ihr seht, das macht eigentlich quasi automatisch schon diese Streifen. Finde ich super süß und auch die Farbe ist einfach toll und ach, ich mag's, ich fühle mich wohl, ich bin wirklich glücklich damit und ja, ich denke, das ist ja die Hauptsache. Nee, aber wirklich, es ist schön, es ist eine schöne Anleitung. Das Einzige ist, wenn ihr die Anleitung nachstrecken wollt, probiert bitte zwischendrin an. Ich habe zwar mehrfach gemessen und die Anleitung geht ja auch von hier, wie heißt Negativ Ease aus. Also das heißt, es soll eigentlich knalleeng quasi sitzen. Ne? Seht bei mir, es sitzt zwar eng, aber jetzt nicht unbedingt, ich würde es jetzt nicht als knalleeng bezeichnen. Und ich hätte für, ne, wie gesagt, das ist ab hier dann ein normaler Raglan. Und ich hätte laut meiner Größe, wie gesagt, wo der Negativ eh schon mit einberechnet ist, noch, ich glaube, locker 10 Zunahmen machen, also 10 Mal Zunahmen machen müssen. Ja, das wäre einfach viel zu weit gewesen. A, viel zu weit und viel zu hier unten, ne? Also zu sehr in die, schon mein Brustbereich quasi. Das wollte ich natürlich nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das zwischendrin anprobiert habe. Und dementsprechend habe ich quasi, ich glaube, 3 oder sogar 4 quasi Größen kleiner dann gestrickt, letzten Endes von der Maschenanzahl her, obwohl meine Maschenprobe genau die, also genau der Maschenprobe entsprochen hat, die angegeben war. Da weiß ich nicht, ob meine, ich habe tatsächlich nur die Dingmaschenprobe gemacht. Also die Maschenanzahl, so nicht die Reihenanzahl. Also es kann natürlich sein, dass ich irgendwie viel längere Reihen habe. Weiß ich nicht, kann ich tatsächlich jetzt nicht sagen. Aber daher mein Tipp sowieso immer, bei Raglan ist das ja kein Problem. Einfach immer wieder anprobieren und dann seht ihr das ja schon, ob es passt, wie es passt und ja, wie auch immer. Aber ja, es ist fertig. Ich kann es jetzt noch anziehen, gerade die Temperaturen, die jetzt noch kommen werden. Ich finde, das ist einfach ein schönes Teil. Und vor allem ist es ein Teil, das ist zeitlos. Das ist elegant. Das kann man, ne, wie gesagt, jetzt, ich habe es jetzt zu einer Hose an, aber es kann man zum Rock anziehen. Oder auch über ein Kleidchen oder so. Also, ich bin super happy. Ich bin verliebt und ich bin froh, dass. Das ist, ja, dass es jetzt fertig ist, die Arbeit hat sich gelohnt. Aber das war wirklich, also 2,5er Nadelstärke. Das war schon eher ein Marathon, würde ich mal sagen, ja. Also ein bisschen Tee. Ja, dann kommen wir noch zu weiterem, was noch fertig geworden ist. Und zwar hatte ich ja das letzte Mal, das war schon relativ weit. Hatte ich ja gesagt, ich habe angefangen, eine Tasche zu häkeln. Und zwar nach der Anleitung von Carolines Welt. Hier. So sieht das gute Stück jetzt aus. Da ist sogar auch schon was drin. Wie ihr sehen könnt, ich bin super happy. Die ist seit Tagen jetzt schon in Benutzung. Und ist genau das, was ich brauche. Also ich habe jetzt hier relativ lange quasi Henkel dran gemacht oder Griffe, wie auch immer man das sagen will. Liegt aber daran, ich trage es gerne wirklich über die Schulter und da funktioniert das einfach wunderbar. Genau, dafür verwendet habe ich die Cotone Degradé. Ich glaube, von Lana Gross heißt sie, oder? Ich glaube, Lana Grosser war das, ne? Im letzten Video habe ich es euch auf alle Fälle gezeigt. Ich habe nämlich die Banderole natürlich schon wieder nicht mehr. Und wie gesagt, Degradé, ne, sagt es ja schon, ihr seht das, das ist hier echt schön, ja, einfach lebendig in diesem Aprikoton und mal heller, mal dunkler.
Und ich bin super happy. Es hat genau die Größe, die ich brauche. Die Henkelgröße passt perfekt. Ich find's wunderschön. Ich lieb's, ich trage es gerne. Wird wahrscheinlich aber auch nicht die letzte Tasche sein. Also ich überlege schon, was ich als nächstes für eine Tasche oder einen Beutel machen kann. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne unten in die Kommentare. Ich bin für alles offen, egal ob jetzt gestrickt oder gehäkelt. Sollte nur nicht zu große Löcher haben, weil dann gerade Schlüssel oder so rauspurzeln. Ja, genau. Verwendet habe ich dafür, wie gesagt, die Degradé. 200 Gramm, und zwar ziemlich genau 200 Gramm und noch ein bisschen. Weil mir hier beim Griff für die letzten paar Reihen die Farbe tatsächlich ausgelangt ist. Ich zeig mal. Könnt ihr sehen, ich habe hier, ja, einfach nur quasi zum nochmal hier zusammenhäkeln, ist mir die Farbe ausgegangen oder die Wolle. Und dann habe ich noch eine andere benutzt, aber die sieht so ähnlich aus, dass das gerade beim Weiten einfach gar nicht mehr auffällt. Und ja, bin eigentlich super happy damit. Ja, genau. Und natürlich, wie soll es anders sein? Meine kleine Maus, die war auch schon, ich will auch, und natürlich in grün. Dementsprechend habe ich auch eine Mini-Version quasi daraus gemacht. Allerdings kann ich die euch leider nicht zeigen, weil die ist schon wieder quasi unterwegs. Ich bin seit Montag oder so schon fertig damit und seit dann nimmt sie die überall mit, und da werden jetzt fleißig Stöcke und Steine und Blätter gesammelt. Also ja, ich kann euch aber die Wolle mal zeigen. Vielleicht schaffe ich es ja beim nächsten Mal. Ich habe noch nicht mal geschafft, ein Foto zu machen. Die ist wirklich von den Nadeln gehüpft und seit dann habe ich sie einfach nicht mehr. Wie gesagt, vielleicht schaffe ich es mal, da noch ein Foto davon zu machen. Ist auch mega süß, ging gerade hier mit dem, ging das ja noch viel, viel schneller. Das ist eine Wolle von Teddy. Die hat so kleine, so wie eine Art Tweed-Nupsis. Sieht mega süß aus. Und wie gesagt, vielleicht schaffe ich es, euch beim nächsten Mal zu zeigen oder zumindest mal ein Foto davon zu machen. Aber ja, ihr könnt sehen, also ihr könnt die Anleitung super gut anpassen. Das war echt. Also ich muss nicht mal viel nachdenken, um da eine Kindergröße quasi daraus zu machen. Und ja, also sehr, sehr schön. Schaut es euch gerne mal an. Und ist eigentlich überhaupt nicht schwer zu häkeln. Von dem her, ja, traut euch was für den Sommer. Ja, genau. Dann, ja, allzu viel hatte ich dann tatsächlich keine Lust mehr zu häkeln. Aber haben wir noch ein Quadrat geschafft für die Schmusedecke. Und zwar ein Panda. So. Wer neu dazu ist, weiß das wahrscheinlich noch nicht. Ich häkle ja eine kleine Schmusedecke. Oder eine kleine. Es wird eher eine große. So ist das Problem. Da ist viel zu tun. Eine große Schmusedecke für meine kleine Maus eben. Und ich habe dieses 3D Granny Squares Buch, wo ganz, ganz viele Tiermotive, also ich verwende zuallererst mal die Tiermotive und danach werden wahrscheinlich sicherlich noch ein paar andere kommen. Es sind auch ein paar Früchte dabei und sowas wie hier Regenbogen und Sonne und Sterne und sowas. Die denke ich dürfen auch noch mit rein, aber als allererstes werden mal die Tiere durchgehäkelt. Und ja, ich denke mal, also ich habe mir ausgerechnet, ich werde wahrscheinlich so um die 60 bis 70 Quadrate brauchen. Es sind jetzt in dem Buch 30 Tiermotive und ja, ich muss mal gucken, mit was ich sonst noch klarkomme. Im Zweifel, ja, vielleicht entwerfe ich was selbst oder lass mir noch was einfallen. Vielleicht mache ich auch einfach nur dazwischen quasi ganz einfache Quadrate, also ne, so ohne Motiv drauf. Mal gucken, ja. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, das dauert halt einfach, weil die Anleitungen sind zwar super gut erklärt und das ist alles gar kein Thema, aber es ist halt sehr, sehr filigran. Ne? Es hat alles Details, man muss hier alles einzeln
machen oder ne, vieles auch noch annähen. Beziehungsweise ich habe mich entschlossen dazu, das anzunehmen. Zum Beispiel hier diese Bäckchen. Im Buch sieht man, dass die auch richtig abstehen. Ich fand das aber nicht so schön. Und deswegen dauert allein das Nähen gefühlt länger als das ganze Quadrat zu häkeln. aber ich denke, im Endeffekt lohnt sich's dann. Und meine Kleine freut sich schon mega darauf. Die nimmt immer mal wieder die Quadrate und legt sie so der Reihe nach aus und sagt, das ist meine Schmusedecke. Ja, also, das wird die Schmusedecke für die kleine Maus. Da dürft ihr gespannt sein, aber ja, nach den zwei Taschen hatte ich dann ehrlich gesagt keine große Lust mehr, noch allzu viel zu häkeln. Und deswegen ist jetzt nur ein Quadrat geworden. Ich glaube, ich hatte noch ein zweites mit einem Schweinchen, glaube ich, schon angeschlagen, aber bin noch nicht viel weiter. Ja, genau. Ist aber wirklich süß und ja, kommt voran. Genau, und dann hatte ich euch beim letzten Mal ja schon gezeigt, hier die Socke. Die hier, hatte ich eine schon fertig. Das ist aus dem 52 Weeks of Socks, und zwar aus dem Volume 1. Entschuldigung, Schluck auf. Ja, das ist eine, ich glaube, die Nummer 16 war das. Keine Ahnung, ganz seltsam, ist unten verlinkt. Ich und Namen, das ist manchmal leider ein bisschen schwierig, also da müsst ihr mich entschuldigen. Guckt einfach unten in die Links rein und dann findet ihr das schon. Die haben halt, wie gesagt, hier so ein Lace-Muster und das zieht sich hier einmal quasi einmal so quer rüber und geht dann bis hier so über die Mitte vom Fuß halt weiter, ne? Und das ist die linke Socke, genau, und die rechte ist dann genau andersrum. Also da läuft das Muster quasi von hier lang, ne, bis hier zur Mitte. Und die hatte ich ja letzte Woche schon fertig und habe ich grandios so viel geschafft diese Woche. Und zwar ein halbes Bündchen. Ja, das war mein Sockenmojo. Irgendwie, ich weiß nicht, Socken waren die Woche einfach nicht drin. A, wollte ich fertig werden, wie ihr sehen könnt, ne, mit ein paar Dingen. Und hatte ich irgendwie einfach keinen Bock auf Socken. Ist manchmal so, ist aber auch okay. Ich habe zumindest mal das Bündchen angefangen. Ja, strick das mit Zweiernadeln. Und hatte ja hier schon erwähnt, also in der Anleitung werden 62 Maschen verlangt und ich stricke meine Socken normalerweise immer mit 60 Maschen und mit Lace eigentlich sogar weniger, weil das Lace sich tatsächlich nochmal ausdehnt und dementsprechend bin ich hier jetzt auf 56 Maschen übergegangen. Das ist ja in dem Sinne quasi nicht schwer auszurechnen, es ist ja nur ein Lace-Panel, also du hast hier einfach nur ein paar weniger Maschen, das ist echt nicht, ja, nicht das Thema. Macht an sich Spaß. Ich war auch mit der einfach super schnell durch, aber irgendwie war Sockenstricken die Woche nicht so. Ja, für wen es interessiert, die Wolle ist von Drops Fabel. Ich glaube, es ist sogar die Farbe Pflaume, aber hier sieht es roter aus. Wenn ich es euch so halte, sieht es aber pinkiger aus. Also irgendwas so dazwischen. Ja, so ungefähr. Das ist, glaube ich, schon, ja, das ist so ungefähr die Farbe, aber auch nicht 100%. Es ist so eine Farbe, die einmal in der Kamera nicht richtig, ja, leider nicht richtig rauskommt, von dem her, ja, mal gucken. Genau. Ja, das war alles nicht so drin, aber wie ihr hier schon erahnen könnt, ist das nächste Oberteil dran. Und da war ich tatsächlich selbst erstaunt darüber, wie weit ich gekommen bin, weil ich wollte eigentlich nur anschlagen. Und ja, ihr seht schon, so viel zu nur anschlagen. Ja, das wird der Breathing Space von Vera Vacchiamelli oder so. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie gesagt, alles unten verlinkt.
ist eine Kaufanleitung auf Ravelry. Ich stricke jetzt die englische Version. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Aber es ist super erklärt, also gar kein Thema. Ich blende euch auch mal ein Foto ein, wie es richtig aussieht quasi, fertig gestrickt. So, und dann hole ich mal hier die Tante rüber. Und dann fangen wir schon mal an. Also die Wolle ist einmal die meilenweit 100 Cotone Vegano. So sieht das Ganze aus. Und zwar ist die aus 76% Baumwolle, 14% Polyamid und 10% Polyester. Es ist eigentlich tatsächlich eine Sockenwolle. So, ich war allerdings auf der Suche nach eben genau sowas. Nach einer Wolle mit sehr hohem Baumwollanteil und einem, quasi vergleichbar mit Sockenwolle. Dann bin ich auf die gestoßen und muss sagen, ich bin verliebt. Also die strickt sich dermaßen schön. Es ist so angenehm. Sie hat ein super schönes Strickbild. Und ich bin einfach nur begeistert und kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, das anzuziehen. Wobei, bei den Temperaturen, die jetzt kommen sollen, kann ich mir eigentlich auch noch Zeit lassen. Aber mal zur Konstruktion. Ihr könnt sehen, fängt an hier gleich Bündchen, wird gleich dran gestrickt. Und ihr seht schon, das ist auch wieder ein ganz normaler Raglan. So. Diesmal allerdings tatsächlich super gut berechnet. Ich konnte genau die Größe stricken. Ich habe es natürlich zwischendrin anprobiert. Absolut kein Thema, war perfekt. Genau so. Ich habe als Streifen dieses Anthrazit und einmal so ein Rot, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar ist folgendes, genau, man strickt wie gesagt Raglan, hinten ein bisschen verkürzte Reihen, sodass es hier hinten ein bisschen höher sitzt. Könnt ihr so vielleicht sehen, ne? Fällt hier hinten dann ein bisschen schöner, sitzt höher. Dann kommt wie gesagt ein ganz einfacher Raglan. Und dann kommen die Querstreifen. So, das ist mal ein bisschen hoch. So, dann kommen einfach ein paar Querstreifen dazu. Bis so ein bisschen, also die sollen quasi so knapp unter die Brust gehen oder Mitte der Brust ungefähr, je nachdem, wie es dann nachher ja eben auch fällt. Und dann, wie ihr im Bild sehen könntet, fangen die dann an, natürlich schräg zu verlaufen. Und das erreicht man, indem man hier natürlich verkürzte Maschen macht. So. Und ihr könnt sehen, ich habe quasi hier schon angefangen mit den verkürzten Reihen. Kommt hier so ein Panel. Und dann kommen hier eben verkürzte Reihen. Und die werden jetzt, wie ihr sehen könnt, ne, immer länger quasi. Und so kriegt man diese schöne Schräge einfach hin. Es werden hier unten auch Maschen zugenommen. Deswegen heißt es ja auch Breathing Space, dass man eben Luft zum Atmen hat. Und es ist super geil. Also ich, wie gesagt, ich bin super verliebt in die Wolle. Ich stricke das jetzt hier mit einer 3,5er Nadel. Das Bündchen war eine 3er Nadel. Maschenprobe war exakt die, wie angegeben eben in der Anleitung. Deswegen hat es, wie gesagt, auch von der Größe her perfekt gepasst mit dem Raglan. Hier war es gut. Und was soll ich sagen? Ich konnte einfach nicht aufhören. Das macht süchtig. Na gut, wie viele wahrscheinlich von euch wissen, Streifen gehen sowieso gefühlt stricken, die sich einfach schneller als glatt rechts. Und für mich ist immer so ein bisschen, wenn ich einen Raglan stricke, ne, der Anfang ist immer schön, da hat man auch ein bisschen weniger Maschen, dann werden halt immer mehr, dann irgendwie finde ich, dann zieht sich so ein bisschen, bis man die Ärmelmaschen dann erstmal stilllegt quasi. Dann wird es wieder weniger, dann ist wieder so, oh ja, so. Und dann kommt aber meistens, finde ich, relativ schnell so dieses, ah ja, naja, jetzt ist nur glatt rechts runter und ne, passiert nichts mehr.
Und da finde ich es genau da das Schöne, weil genau an dem Punkt setzt es quasi an, dass man jetzt mit diesen verkürzten Reihen anfängt. Und ja, A sind es verkürzte Reihen und die ersten waren wirklich nur ein paar Maschen lang. Und es geht dann halt flott und dann denkt man sich, oh ja, cool, bin schon bei der Wiederholung, bei der Wiederholung. Und ja, dann auch oh, die Reihe noch und schon hat man ein paar verkürzte Reihen und ja, ich meine, gut, sie werden jetzt länger und so weiter, aber es macht halt Spaß und vor allem es ist nicht allzu langweilig im Sinne von einfach nur glatt rechts runter, sondern man hat halt immer ein bisschen was zu tun. Und ja, so ist es gekommen, dass ich jetzt tatsächlich viel weiter war als gedacht. Also als ich angeschlagen habe, dachte ich, ich komme vielleicht ungefähr so weit, kann euch hier mal gerade so nur einen Anfang zeigen von dem. Und jetzt bin ich schon ja, wirklich ein gutes Stückchen weiter. Da freue ich mich auf alle Fälle auch darauf. Ich denke, das wird auch ein schönes Stück werden. Und ja, so einfach für die Übergangszeit, ne, mit einem hohen Baumwollanteil. Wie gesagt, ich bin ja so eine zu, also wenn ich nur mit Sockenwolle stricke, das ist mir zu warm. Das kann ich leider nicht. Ja, da ist mir einfach immer zu warm. Und vor allem, weil wir auch so, man sind hier im Haushalt, arm mit kleinem Kind. Ja, sind wir jetzt auch nicht unbedingt auf die ganze Zeit Heizung total niedrig halten aus. Das zum einen und zum anderen ist mein Mann halt eine totale Frostbeule. Und ich könnte es zwar vielleicht ein paar Grad kühler vertragen, er aber überhaupt nicht. Und dementsprechend versuchen wir da quasi einen Kompromiss zu finden. Und der Kompromiss ist meistens, ich ziehe mir was Dünneres an, weil mir zu warm ist. Aber das geht halt natürlich leichter als, oder ist auch, glaube ich, angenehmer als ständig zu frieren von dem her. Aber deswegen stricke ich immer mit etwas mit hohem Baumwollanteil und bin echt happy mit der Wolle. Also zum Stricken wunderschön. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Socken damit gemacht hat. Das habe ich jetzt, wie gesagt, noch gar nicht. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie es jetzt noch weitergeht, wie schnell ich hier quasi noch vorankomme. Aber wenn es so weitergeht, dann ja, denke ich, werdet ihr nächste Woche schon einen größeren Teil sehen. Und wie gesagt, ich freue mich und ja, habe dann noch ein schönes Teil. Wobei es wird hier ein bisschen länger, weil die Ärmel werden auch lang und beziehungsweise ich bin am überlegen, ob ich vielleicht drei Viertel mache, mal gucken, wenn ich soweit bin. Ja, jetzt wird es erstmal noch ein paar verkürzte Reihen und dann irgendwann sind die Runden wieder lang. Von dem her. Ja, mal gucken. Ja, und ich gucke gerade noch hier drüben, aber das war es eigentlich schon, was ich die Woche geschafft habe. Ich denke, es ist ein Stückchen dazugekommen, einiges. So ein paar Sachen fertig geworden, wieder. Ich freue mich. Und ja, dann bis nächste Woche. Tschüss!